Wir stehen hier vom Nordeingang der Kölner Messe. Hier wurden Millionen öffentliche Gelder versenkt, also Gelder der Stadt Köln und ihrer Beteiligungsunternehmen und an private Investoren umverteilt durch den Neubau von Messehallen. Was ist passiert? 2003 wurde ein Auftrag vergeben, große Teile der Messe neu zu bauen. Dieser wurde vergeben an einen Immobilienfonds von Esch Oppenheim, also der Oppenheim Bank und des Bauunternehmens Esch. Es hat keine Ausschreibung gegeben, sondern nur eine sogenannte Marktabfrage. Aus dieser Marktabfrage ergab sich, dass das angeblich das günstigste Angebot gewesen sei und die den Zuschlag bekommen haben. Stimmte aber gar nicht, weil es waren nämlich Kosten drin, die völlige Fantasieposten waren. So hatte dieser Fonds 7 Millionen berechnet für das Finden eines Mieters dieser neuen Messehallen, obwohl nur die Kölnmesse der einzige Mieter sein konnte. 19 Millionen wurden berechnet für das Finden von Kapital, von Investoren, obwohl längst feststand, dass es einen Immobilienfonds geben sollte und natürlich viele Leute scharf drauf waren, auf diese einfache Weise ihr Geld zu vermehren. Gleichzeitig wurden manche Leistungen, die eigentlich von der Stadt und der Messe gewünscht waren, gar nicht berücksichtigt, sondern später draufgeschlagen, sodass immer mehr Kosten entstanden. Die wirklich sinnvolle Variante, nämlich Bau mit öffentlichen Geldern und Kommunalkrediten durch die Stadt, durch die Messe selbst, wurde gar nicht erwogen. 2005 hat der WDR recherchiert und hat herausgefunden, was für ein Skandal das ist, aber es war immer noch sehr versteckt, wer eigentlich genau warum das so gemacht hat. Deswegen hat sich damals die Linksfraktion im Rat reingehängt und mitrecherchiert, zusammen auch mit Journalistinnen und Journalisten, und hat herausgefunden, dass es ein Geschäft war, was vor allen Dingen von der Sparkasse Köln und deren Chef in Gang gesetzt wurde, um Investoren zu entschädigen für andere Projekte, die nicht so gut geklappt haben. Und das an allen Ecken und Enden gepfuscht wurde. Unter anderem hat der damalige stellvertretende Bürgermeister von Köln, Josef Müller, CDU, 350.000 Euro für einen Beratervertrag bei der Sparkasse bekommen. Zufällig in der Zeit, in der dieses Geschäft eingestellt wurde. Wir haben von vornherein gesagt als Linksfraktion, dieses Geschäft muss rückabgewickelt werden. Die Schätzung war, dass es insgesamt 700 Millionen Euro für die Stadt kostet, das über den Esch-Oppenheim-Fonds zu machen, aber mit 300 bis 350 Millionen es per Kommunalkredit und Eigenaktivität möglich gewesen wäre. Deswegen haben wir früh gefordert, die Verträge aufzuheben, das Geschäft rückabzuwickeln und ein Wertgutachten zu machen. Und zu Anfang hat der Oberbürgermeister Schrammer, der dieses Geschäft mit eingestellt hat, sich völlig dagegen gewehrt. Später unter dem neuen Oberbürgermeister Rothers haben auch die das zunächst abgewehrt. Und als wir verlangt haben, die Miete einfach nicht mehr zu zahlen an den Esch-Oppenheim-Fonds, hat der damalige Kämmerer Walter Borjans, SPD, gesagt, das ginge nicht. Ein Jahr später hat Walter Borjans genau das gemacht. Er hat die Miete nicht mehr gezahlt, er hat ein Wertgutachten machen lassen. Und letztendlich hat die Stadt einfach weniger Geld an den Fonds gezahlt. Und deswegen hat sich die Arbeit der Linken und all der Journalistinnen und Journalisten und engagierten Bürgerinnen und Bürger, die diesen Skandal aufgedeckt haben, am Ende doch etwas ausgezahlt. Trotzdem wurden hier Dutzende Millionen öffentliche Gelder verbrannt und an private Investoren umverteilt.